Willkommen zu einer weiteren Folge des BZ-Talks. Wir sprechen heute über ja, eine Kriegsgefahr mitten in Europa und den Ukraine-Konflikt, und zwar mit einem der besten Kenner Russlands, den es gibt in diesem Land. Das ist Gernot Erler aus Freiburg. Er war 30 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestags. Er war lange Jahre Staatsminister im Auswärtigen Amt und auch als solcher Russland-Beauftragter von 2014 bis 2018. Hallo, Herr Erler. Hallo, Herr Kech. Herr Erler, wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass es tatsächlich zum Äußersten zu einem Krieg in der Ukraine kommt? Man kann ein militärisches Eingreifen Russlands nicht ausschließen. Wir haben diesen Aufmarsch von mehr als 100.000 Soldaten an den Grenzen zur Ukraine. Wir haben die Vorbereitung eines Manövers zusammen mit Belarus an der Nordgrenze der Ukraine. Wir haben die Ankündigung von Marinemanövern auch im Schwarzen Meer. Also das ist alles sehr bedrohlich. Auf der anderen Seite gibt es Versicherungen von russischer Seite, dass ein militärisches Eingreifen gegen die Ukraine nicht geplant ist. Aber es fehlt jede plausible Erklärung dann für diesen Truppenaufmarsch. Und das führt natürlich zu einer erheblichen Sorge weltweit. Sie haben Kontakte, viele Kontakte nach Russland und bestimmt auch in die Ukraine. Kennen Sie oder stehen Sie gerade in Kontakt mit ukrainischen Freunden und wie ist da wie groß ist da die Sorge? Also das, was ich höre, ist, dass doch im Großen und Ganzen, das wird jedenfalls so gesagt, in der Ukraine das Leben normal läuft. Dass also im Alltag jetzt von dieser Bedrohung nicht so viel zu spüren ist, auch wenn die Menschen besorgt sind. Aber es ist bisher wohl noch nicht so, dass der Alltag betroffen ist. Das ist jedenfalls das, was ich höre. Aber die Sorge ist vorhanden, dass es tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Die Sorge in der politischen Ebene ist da und wird auch formuliert. Und das schlägt sich ja auch nieder in den großen Hoffnungen innerhalb der Ukraine auf Unterstützung, die ja auch durchaus berechtigt ist, diese Hoffnung. Also noch die EU ist ja dabei, ein Paket zu schnüren von 1,2 Milliarden Euro Hilfen. Deutschland hat seit 2014 schon über 1 Milliarde Euro an Hilfen für die Ukraine aufgebracht. Also es ist ja nicht so, dass das ungehört bleibt, dieser Wunsch auf Unterstützung. Nun hat Ihre Partei, die SPD, da gab es gestern ein Spitzengespräch oder ein Treffen mit Spitzenfunktionären. Olaf Scholz war allerdings nicht dabei. Da ging es um eine einheitlichere Haltung, was man hört, zur Ukraine-Krise. Hat man Sie eigentlich im Vorfeld auch mal um Rat gefragt? Ich denke, Sie sind bestimmt einer der, wenn nicht der beste Kenner in der Partei. Also ich habe eine eigene Position zu diesem Thema und diskutiere auch mit Vertretern der Spitze. Das ist zum Teil schon gelaufen, zum Teil kommt das noch. Also es gibt da Kontakte und ich versuche da mich einzubringen in diese Diskussion. Andere haben sich auch oder andere ehemalige Spitzenpolitiker, Spitzengenossen haben sich auch schon zu Wort gemeldet. Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel hat gefordert, offen zu sein für Waffenlieferungen an die Ukraine. Stimmen Sie ihm zu? Nein, ich bin dagegen, Waffen zu liefern. Die Frage ist ja, was ist das Gebot der Stunde eigentlich? Wir haben eben von der Kriegsgefahr gesprochen. Und was macht man in so einer Situation, um auf jeden Fall einen Krieg in Europa abzuwenden? Ich persönlich glaube, dass Deeskalation das Gebot der Stunde ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man Deeskalation organisieren? Und da komme ich zu dem Schluss, dass Waffenlieferungen nicht deeskalieren, sondern eskalieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch einzelne Waffenlieferungen an die Ukraine plötzlich Putin sagt, okay, dann ziehe ich mich eben wieder zurück. Das ist unrealistisch. Und insofern muss man darüber nachdenken, auf was man jetzt setzt. Ich setze auf einen Dialogprozess, der eigentlich in erfreulicher Weise im Januar dieses Jahres zustande gekommen ist oder zumindest angefangen hat. Da gibt es verschiedene Formate, wo auch lange Pausen gewesen sind, die plötzlich doch wieder zusammengefunden haben. Wir haben in dem Rahmen des strategischen Dialogs über Stabilität
ein Treffen von den beiden Vize-Außenministern, Rajab Kopf und Sherman, gehabt in Genf. Wir haben ein erstes Treffen des NATO-Russland-Rates nach 2,5 Jahren Pause gehabt in Brüssel. Wir haben in Paris ein Zusammentreffen von den Beratern im Normandie-Format, also mit Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland, gehabt, auch nach mehrjähriger Unterbrechung seit 2019. Und wir haben auch ein Außenministertreffen gehabt zwischen Blinken und Lavrov mit der Hoffnung auf weitere Treffen. Und vielleicht kommt es sogar zu einem Gipfeltreffen. Jedenfalls besteht offenbar in Washington die Bereitschaft dazu. Also das sind die Dinge, auf die man setzen kann, dass es doch noch möglich ist in einem politischen Dialog. Und die Ebenen habe ich angesprochen, auf denen das angefangen hat, doch noch zu einer Abwendung des Schlimmsten kommen kann. Sind auf der anderen Seite Kritiker aus Kiew, Polen oder dem Baltikum fühlen sich im Stich gelassen, auch vor allem von Deutschland. Sie haben es erwähnt, Russland hat mittlerweile 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen und aus Deutschland gibt es bisher 5.000 Helme, zugesagte Helme. Sendet man damit nicht auch, aber doch auch ein falsches Signal an Putin? Also was die Helme angeht, sind die auf einen ausdrücklichen Wunsch der Ukraine geliefert worden. Auch das Lazarett ist gewünscht worden. Das sind Dinge, die man machen kann, ohne zu einer Eskalation beizutragen. Aber ich wiederhole, ich glaube, dass Waffenlieferungen das falsche Signal im Augenblick sind. Wenn man tatsächlich sagt, das Gebot der Stunde ist Deeskalation und Waffenlieferungen, das ist unsere Erfahrung, führen eher genau zum Gegenteil. Ein anderer Spitzengenosse hat sich auch zu Wort gemeldet, Altkanzler Gerhard Schröder, hat in einem Podcast ja, sozusagen die Hauptschuld an diesem Ukraine-Konflikt der NATO und der Ukraine gegeben. Er sprach von einem Säbelrasseln in der Ukraine. Können Sie dieser Schrödersche Deutung etwas abgewinnen? Wir haben einfach in der SPD das Problem, dass wir uns konfrontiert sehen mit Meinungen, die nicht unsere sind, die auch keine Verbreitung innerhalb der SPD haben. Das mit dem Säbelrasseln ist auf Unverständnis gestoßen, weil es ja beinahe so klingt wie ein Austausch von Täter und Opfer hier in dieser Situation. Aber damit muss die SPD leben. Sie kann sich nicht dagegen wehren, dass ehemalige Kanzler, die ja auch sehr wichtige und unterstützenswerte Entschlüsse gefasst haben, wie zum Beispiel die Nichtbeteiligung an dem Irakkrieg, sich in einer Weise äußern, die viele also dann in der SPD nicht nachvollziehen können. Würden Sie auch so weit gehen, dass man Gerhard Schröder, der ja Gaslobbyist ist für Putin, in dieser politischen Debatte auch nicht mehr sonderlich ernst nimmt? Das hängt ja nicht von uns ab, sondern von den Medien, wie ernst das genommen wird. Nehmen Sie ihn noch ernst als ehemaliger? Ich nehme es ernst, weil ich anderer Meinung bin. Also ich respektiere auch seine Meinung und seine Haltung als eine persönliche, aber es ist nicht die Haltung der SPD und es hat auch keinen Einfluss auf die Meinungsbildung innerhalb der SPD. Nun sind Sie gegen Waffen. Man hätte auch mit Nord Stream 2 hätte man auch ein wirtschaftliches Druckmittel. Allerdings eiert die SPD da doch noch zum Teil sehr rum. Wie ist das zu erklären? Oder halten Sie das für einen Fehler? Nein, das sehe ich nicht so, denn ich meine, schon Olaf Scholz hat vor einigen Tagen gesagt, dass alles auf den Tisch gehört, alle Optionen auf den Tisch gehört. Und das ist auch so verstanden worden, dass das Nord Stream 2 einschließt. Und das hat Lars Klingbeil gestern nochmal wiederholt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch und jeder weiß, was dieser Satz bedeutet, ohne dass man da direkt auf Nord Stream 2 zupacken muss. Aber zum Beispiel die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist zum Beispiel eine absolute Gegnerin, dass man Nord Stream 2 mit diesem Konflikt vermischt. Also es gibt schon noch auch Widerstände und die sind nicht gerade gering, oder? Also ich habe nicht den Eindruck, dass gestern eine Unstimmigkeit aus diesem Treffen hervorgegangen ist. Jedenfalls ist darüber nichts berichtet worden. Und was Manuela Schwesig angeht, ist sie natürlich Ministerpräsidentin eines Landes, was sehr eng verbunden ist mit dem Projekt Nord Stream 2. In Lubmin landet ja diese Pipeline und damit auf schleswig-holsteinischem, auf Mecklenburg-Vorpommerschen Boden. Und insofern kann man das nachvollziehen, dass es hier ein spezielles Interesse gibt.
Aber das hat die Meinungsbildung der SPD nicht verändert. Halten Sie Nord Stream 2 für das wirksamste Druckmittel, das man momentan gegen Putin hat? Also es gibt eine ganze Palette von politischen, von ökonomischen, von finanziellen Druckmitteln. Da kommt ja auch das Stichwort SWIFT zum Beispiel vor, was wahrscheinlich wirksamer im negativen Sinne für Russland wäre, ein Ausschluss von diesem internationalen Zahlungssystem als Nord Stream 2. Und man darf natürlich eines bei dieser ganzen Sache nicht übersehen, was vielleicht auch manche Zurückhaltung erklärt. Russland ist in einer starken Position, was die Energieversorgung von Westeuropa, speziell auch von Deutschland angeht. Und ich meine, in einem Konflikt, dann eine Beschädigung zum Beispiel von einer Pipeline oder ein, sage ich mal, Druckmittel, was ausgeübt wird und dann Gegendruck aussetzt, dass zum Beispiel die Lieferungen eingestellt werden, wäre natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass hier auch die andere Seite, dass auch die russische Seite, dass auch Wladimir Putin da noch den einen oder anderen Joker in der Hand hält, wenn es da zu einem Konflikt kommt. Es gibt ja auch Sanktionen seit der Krim-Annexion 2014. Wie hart treffen diese denn Russland? Russland hat reagiert auf die Sanktionen, hat mit Gegensanktionen reagiert und hat sich ansonsten eingerichtet in dieser Situation, ohne es zu unterlassen zu versuchen, die Einigkeit der EU immer auf die, also auf, zu über, zu, in Frage zu stellen und zu versuchen aufzubrechen, was ihm aber nicht gelungen ist. Die Sanktionen in Sachen Krim und Ukraine müssen alle halben Jahre verlängert werden, mit Einstimmigkeit der 27 EU-Staaten. Bisher ist diese Einstimmigkeit alle halben Jahre, trotz mancher Kritik von einzelnen Ländern an den Sanktionen, immer wieder verlängert worden. Und das ist ein Ärgernis in Moskau, dass alle Versuche, hier diese Einigkeit aufzubrechen, nicht gelungen sind. Wie empfindlich sind denn diese Sanktionen? Naja, die Sanktionen betreffen einzelne Personen, betreffen einzelne Organisationen. Und sie sind von Russland aufgefangen worden, zum Beispiel durch einen verstärkten Handel mit China, einen verstärkten Austausch mit China. Das war sozusagen eine politische und wirtschaftliche Reaktion. Es hat geantwortet mit einer sehr großen Investition in die eigene Landwirtschaft und hat ja den Import von landwirtschaftlichen Produkten aus den europäischen Ländern unterbrochen, aber hat das ersetzt durch eigene Möglichkeiten. Also es ist nicht so, dass diese Sanktionen nicht ärgerlich sind für Russland, aber sie sind, sage ich mal, durchaus überwindbar durch Gegenmaßnahmen. Und insofern muss man leider feststellen in der Bilanz, dass die Sanktionen das, was sie erreichen wollten, bisher nicht erreicht haben. Man fragt sich immer wieder in diesem Konflikt auch, worum geht es denn Putin? Hat er tatsächlich Sorge vor einer nur vor der NATO-Erweiterung oder spielen da auch irgendwelche imperialen Fantasien eine Rolle? Können Sie noch verstehen, was sein Plan ist? Ja, ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Es gibt eine Ebene, das, was man aus Moskau verlautet hört. Und da heißt es, dass die Sicherheitsinteressen Russlands durch die Ukraine beeinträchtigt sind, dadurch, dass wenn die Ukraine den Weg weitergeht, der Integration in die NATO und dann eben auch durch mögliche Stationierung von Waffen und die Waffenlieferungen an die Ukraine, die ja schon laufen, auch gerade von den Vereinigten Staaten laufen, dass dadurch eine militärische Bedrohung Russlands stattfinden kann. Und das geht so weit, dass Putin einmal vor kurzem von der Gefahr eines Völkermordes gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine gesprochen hat. Also das sind schon extreme Behauptungen, die da aufgestellt werden. Also das ist die eine Ebene, aber man erkennt sehr deutlich in der anderen Ebene, zum Beispiel in dem Vertrag, der da vorgelegt worden ist, der dem Westen also einen Vorschlag gemacht hat, wie Sicherheitspolitik in Europa in Zukunft aussehen soll. Da wird sehr deutlich, dass im Grunde genommen eine Rückabwicklung der europäischen Entwicklung bis in das Jahr der Auflösung der Sowjetunion
oder spätestens in das Jahr 1997, wo die NATO-Russland-Grundakte geschlossen wurde, vorgesehen ist, um einen Einflussbereich zu bekommen, der garantiert ist, auch gegen westliche Einflüsse. Das heißt also eine Art neoimperiale Politik, die versucht, eine Neuordnung des postsowjetischen Raums im Sinne von den russischen Interessen und auch natürlich nicht nur den Sicherheitsinteressen Russlands zu schaffen. Also die meisten Analytiker sagen, dass das das eigentliche Ziel ist, also diese Wiederherstellung einer Einflusszone und das eben mit einer Rückdrängung der NATO aus dem postsowjetischen Raum erreicht werden soll. Und das andere ist mehr oder weniger vorgeschoben. Entschuldigung, das war mein Thema. Kein Problem. Nun setzt Putin ja seit Jahren massiv auf Desinformation. Sie sind jetzt auch ein Mann, der sehr für oder um Diplomatie wirbt. Aber kann man so einem Mann, in der so auf Desinformation setzt, überhaupt vertrauen? Diplomatie setzt ja Vertrauen voraus. Naja, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir nicht nur mit dem Kreml zu tun haben, sondern das ist die Tendenzen sozusagen zur hybriden Kriegsführung. Hybrid Warfare ist ein Stichwort, was vieles umfasst, zum Beispiel auch den Einsatz von nicht kenntlich gemachten Soldaten, also in entsprechenden Spezialoperationen, die Nutzung von Propaganda und Fake News, um die andere Seite zu schwächen. Und also viele andere Elemente mehr. Das ist eine moderne Entwicklung, die sehr viel Sorgen bereitet, die vor allen Dingen eben immer möglich macht, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, die man nicht beweisen kann. Also ein Hackerangriff kann man feststellen, kann man notieren und dann kann man aber sehr schwer beweisen der anderen Seite, dass der tatsächlich auf staatliches Handeln zurückgeht und zum Beispiel nicht privat und einfach nicht kontrolliert worden ist. Und wir sehen, dass die russische Seite diese Methoden von Hybrid Warfare sehr intensiv anwendet, aber gleichzeitig der Gegenseite den Vorwurf macht, das nicht beweisen zu können und selber solche Methoden einzusetzen. Aber halten Sie dann so jemand, also wenn man jetzt auf Diplomatie setzt, wie Putin überhaupt noch als verlässlichen Gesprächspartner? Naja, also ich meine, wir müssen Russland beim Wort nehmen. Putin hat gesagt, es sei nicht richtig, dass es einen Angriff auf die Ukraine vorbereitet wird. Und wir können nur hoffen, dass wir ihn da beim Wort nehmen können, dass das tatsächlich so ist. Aber wie gesagt, es fehlt jede plausible Erklärung dafür, weshalb dann diese Truppenkonzentrierung vorgenommen worden ist. Und deswegen bleibt das Ganze in der Schwebe und wir müssen feststellen, dass dieser Unsicherheitsfaktor ein Teil der russischen Strategie ist. Also nicht deutlich zu machen, was eigentlich die Ziele sind, was eigentlich die nächsten Schritte sind. Intransparent zu bleiben, das ist immer eine Friedensgefahr und die sehe ich in diesem Konflikt eindeutig auf der russischen Seite. Ich meine, bei der Krim hat man schon gesehen, was Beteuerungen aus Russland wert sind. Also man ist ja eigentlich schon ein bisschen gewarnt, oder? Ja, auf jeden Fall ist dort diese hybride Kriegsführung angewandt worden mit den nicht kenntlich gemachten Soldaten, die aber eingegriffen haben auf der Krim und mit einer Reihe von Fake News, die genutzt worden sind. Also hier haben wir ein Beispiel dafür, dass das schon angewandt worden ist. Und das macht natürlich die Sache noch unsicher, ob es nicht wieder angewandt werden kann. Hallo, zum Schluss noch, Sie sind auch Mitglied im Petersburger Dialog. Das ist ein Bündnis, das die Zivilgesellschaft der beiden Länder, also Deutschland und Russland, zusammenführen will oder in Kontakt halten will. Nach der Krim-Annexion wurden die Gespräche erstmal auf Eis gelegt. Wie ist denn da momentan der Stand? Ja, ich bin seit 2001, seit dem allerersten Beginn dabei bei dem Petersburger Dialog bis heute. Und es ist richtig, dass nach dem Krim-Fall, also hier eine vorübergehende Unterbrechung von ungefähr einem Jahr stattgefunden hat. Danach hat der Petersburger Dialog aber sich wieder zusammengefunden. Allerdings ist vor einigen Monaten ein Beschluss gefasst worden. Zwei Organisationen, die sehr aktiv im Petersburger Dialog waren, zwei deutsche Organisationen, auf die sogenannte Liste des Agentengesetzes zu setzen. Das heißt,
ihre Arbeit praktisch zu behindern, dadurch, dass sie alles, was sie machen, deklarieren müssen als ausländischer Agent. Und das ist natürlich praktisch eine Verunmöglichung der Arbeit in Russland. Und nachdem das zwei Organisationen waren, die also eigentlich mit denen wir vertrauensvoll und auch die russische Seite bisher zusammengearbeitet hat, blieb uns gar nichts anderes übrig, als die Tätigkeit des Petersburger Dialogs vorläufig auszusetzen. Und das ist auch der Zustand im Augenblick. Haben Sie persönlich eigentlich schon mal Druck aus Russland erlebt in den vergangenen Jahren? Wie meinen Sie das? Also Druck in welche Richtung? Irgendwie dann, dass Sie, ich meine, Sie haben viel zu tun mit der russischen Politik, dass Sie irgendwie mal nach einer Aussage, die vielleicht nicht Putin gefallen hat, dass Sie da irgendwie subtilen oder weniger subtilen Druck gespürt haben? Also ich habe schwierige Verhandlungen geführt, sowohl in meiner Rolle als Russlandbeauftragter im Petersburger Dialog, als auch als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den OSZE-Vorsitz Deutschlands. Da erinnere ich mich an einige sehr schwierige Situationen mit der russischen Seite. Aber also direkte persönliche Kritik an mir hat es bisher nicht gegeben. Okay. Herr Erler, dann haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und Ihnen zu Hause danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Ciao. Dank. Alles Gute.